und führe zusammen, was getrennt ist. Unter diesem Motto findet 2012 im Bistum Trier die Heilig-Rock-Wallfahrt statt. Es werden eine 750.000 Menschen erwartet, darunter auch viele Jugendliche und junge Erwachsene. Doch ist Kirche für Jugend überhaupt reizvoll? Wir haben Leute auf der Straße gefragt, was sie von Kirche halten. Ja, also ich finde, die Gottesdienste sind total langweilig. Manchmal gehe ich gerne in die Kirche, aber manchmal sitze ich da und dann, ja, dann ist mir halt voll langweilig, weil ich verstehe nicht immer alles. Es ist nicht attraktiv genug manchmal. Die Vorlesungen da, das ist immer, ja Gott, das ist immer ziemlich langweilig. Die sprechen immer so in so Fachausdrücken, die man irgendwie nicht versteht. Ich bin Moslem, ich gehe eigentlich gar nicht in die Kirche, aber ich gehe zu der Mekka. Wer glaubt, wird selig. Ich kann das gut verstehen, wenn manche Gottesdienste für Jugendliche langweilig sind. Es ist für die Kinder etwas sehr langweilig, nehme ich an. Und für die Älteren vielleicht auch. Das muss nicht sein. Bring dich ein in der Kirche der Jugend, welche über die Wallfahrtszeit in St. Paulus, Trier installiert werden soll. Du darfst entscheiden, was geändert werden soll. Sorg dafür, dass Kirche und Jugend eine gemeinsame Sprache sprechen. Denn die Geistlichen benutzen oft Wörter, die den Jugendlichen fremd sind oder sich gar nicht in ihrem Wortschatz befinden. Ja, ich finde, dass die Sprache nicht mehr der Zeit angemessen ist und dadurch auch viele Jugendliche nicht mehr in den Gottesdienst gehen, was eigentlich schade ist. Ich finde Priester zu altmodisch. Deswegen sollte man authentische Leute für die Jugendkirche haben. Benutzt doch mal moderne Medien. Zum Beispiel die Predigt, da hört man eigentlich nie so zu. Da denkt man immer nur, ja, wann ist es endlich vorbei? Ich finde, dass man zum Beispiel die modernen Möglichkeiten, die man im Moment hat, nutzen sollte, wie zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen oder kleine Filme, zu zeigen in der Messe, statt immer nur aus Büchern vorzulesen. Gestalte deine Umgebung selbst. Wo ist die Deko? Wo ist das Leben? Ich finde, eine Kirche sollte schon dekoriert sein, dass es bunter aussieht, einladender und frei und offen und modern und halt auch bunt und einfach dekorativ. Entscheide, was gespielt wird. Ich finde die Musik in der Kirche relativ langweilig und sie ist auch schon ziemlich alt. Man könnte zum Beispiel statt der Orgel modernere Instrumente nehmen, wie zum Beispiel Gitarre oder Schlagzeug. Sorgt doch für Gemütlichkeit. Ich finde es besser und bequemer für Jugendliche auf Sitzkissen als auf Bänken. Und für ältere Leute sollte man vielleicht Stühle hinstellen. Auf Sitzkissen ist viel gemütlicher und kann man eben chillen. Das sind unsere Vorschläge. Und was ist mit dir? Wir suchen deine Ideen für eine jugendliche Kirche. Rock mit!